Guten Morgen. Hallo. Von unserem wunderschönen sonnigen Balkon. Mit ein bisschen Straßenmusik. Wie hast du geschlafen? Sehr gut. Na fein. Also jetzt auch nicht geschlafen. Gibt es bei dir zum Frühstück? Brötchen, polnische Brötchen mit polnischer Marmelade aus dem Kaufland. Immer mit Apfelsine. Mandarine und Ananas. Wir sind gespannt. Jetzt rieche ich die Kerze, die riecht wirklich gut. Und fein, vielleicht kriegen wir die auch noch gut, ne? Lass dir schmecken. Ja, jetzt seht ihr mich, ist ein bisschen hier gegen das Licht wieder. Ich zeige euch meine Sonnenaugen, damit ihr mich seht. Ja, ich habe nicht so gut geschlafen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich unruhig geschlafen. Irgendwie war das Bett für mich doch nicht so optimal. Ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen geplagt von Bauchschmerzen. Aber ich hoffe, das wird besser. Ja. Aber es kann mir ja nicht immer so super gehen, nicht wahr? Wir machen auf jeden Fall das Beste draus und jetzt frühstücken wir. Also wir wollten nochmal ins Museum gehen, beziehungsweise mein Robert. Aber ich finde das auch toll, weil das hat mir auch gut gefallen. Mittlerweile ist es schon wieder eine Weile her. Und da seht ihr die Preise. Hier sind wir jetzt. Oh, in der Weitwinkelkamera sieht man, dass Sonnencreme drauf ist. Viele, ja. Wir filmen hier übrigens nicht so viel, weil ihr solltet euch das ja selber anschauen, nicht wahr? Ja. Aber wir sind jetzt schon zum zweiten Mal hier, also das heißt schon, dass wir es empfehlen. Wir haben Eintritt bezahlt. 12 Euro. 12 Euro für uns beide. Ja. Also die Summe 12, jeder 6. Früher waren die Bäume nicht da und da konnten sie von hier oben aus das Meer beobachten und konnten von hier aus dann die Geschütze steuern und leiten, ausrichten. Genau. Frühstückszeit. Und wieder beginnt ein Vlog und der von gestern hat geendet, ohne dass wir viel gezeigt haben. Wir wollten das eigentlich zum Abendbrot machen.
Aber das Problem war auch gewesen, zum Abendbrot war es hier auch dunkel gewesen. Ja, leider. Wir sind erst spät zurück gewesen. Und so spät ist es geworden, weil wir waren erst noch, ich liebe es zu sagen, Kolosseum. Wir waren noch im Kolosseum shoppen. In drei Geschäften und haben Sachen gekauft. Ganz wichtiges Wort. Wir waren flanieren. Das Wort wird nämlich auch nicht gern gehört, habe ich gehört. Also musst du es mindestens 5-mal benutzen noch. Oh je. Also wir waren flanieren und ich habe mir neue Schuhe gekauft. Was? Schon wieder? Das dritte Paar in diesem Urlaub. Unser Schuhschrank, der ist jetzt schon ausgereizt gewesen, aber wir finden Platz. Und, schauen. Moment. Willst du mitnehmen? Kommt sogar ein, erzähle gleich weiter, ein polnischer Soldat im Gefechtsanzug mit Barett, grünem. Sieht fein aus. So. Ja. Aber es geht. Ich hoffe, man hört es. Es ist ja bestimmt sehr laut hier. Also wir haben neue Schuhe gekauft. Das Paar, was ich schon habe, in beige, haben wir noch in blau gekauft. Das war noch günstig. Dann waren wir noch in zwei Sachenläden, in so einem Dekoladen. Wo es ganz viel Deko gab, da haben wir aber nichts gekauft im Dekoladen. Nee, aber ich habe überlegt, da gab es einen Fuchs und der war so süß. So eine Figur. Ja, und als dann da die Zeit rum war, sind wir gefahren, weil wir noch zu Rossmann wollten. Wir haben ein wunderschönes Kleid für mich gekauft. Ein wunderschönes. Es ist so hübsch. Wir haben eigentlich drei Kleider für mich gekauft, aber das eine ist richtig, richtig schön. Dann sind wir zu Rossmann auf der deutschen Seite. Weil wir brauchten noch etwas Tape fürs Rollerfahren und da das Knie. Denn nur Rollerfahren mit Tape am Knie ist ein gutes Rollerfahren. Dann waren wir ja eh in Ahlbeck gewesen bei Rossmann. Haben gleich die Chance genutzt und sind noch über die Seebrücke flaniert. Es war auch sehr schön. Die Ahlbecker Seebrücke ist jetzt richtig hübsch. Die haben das Geländer neu gemacht und die Bretter ausgetauscht. Und die sieht richtig schön aus. Die sieht richtig clean aus. Also können wir auch sehr empfehlen. Wir wissen noch nicht, wie es in der Nacht aussieht, also wie das beleuchtet ist, weil da sind keine Laternen drauf. Also wir wissen nicht, ob das sogar indirekt am Geländer beleuchtet ist oder ja. Vielleicht wisst ihr das ja, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Oder Anja und Nils werden das für uns herausfinden. Dann sind wir, nachdem wir zurückflaniert sind, uns ein bisschen Musik angehört haben. Das war schöne Musik, da war ein Gitarrenspieler, der hatte eine tolle Stimme. Kleine Bühne, großes Konzert stand drauf. Ja, der hat mir gefallen. Und danach sind wir zu Lidl gefahren. Haben wir Lidl noch eingekauft, was wir fürs Abendbrot brauchten. Und sind dann zurückgefahren zu Kaufland, auf die polnische Seite. Waren da noch kurz einkaufen und haben schon so langsam unseren Großeinkauf vorbereitet. Denn heute geht es ja zurück. Und genau, wer uns kennt, weiß, wir gehen gerne Großeinkaufen im Ausland. Weil man das halt so macht. Unsere Sucht haben wir schon befriedigt, das haben wir schon am ersten Tag gemacht. Wir haben ja ganz viele Snacks für die Arbeit gekauft. Ja, und dann waren wir schon hier, als es dunkel war. Und dann haben wir Abendbrot gegessen, haben gebadet. In der schönen Badewanne. Die ist echt groß. Ja.
Und dadurch, dass es wirklich so viereckig gehalten ist und nicht irgendwie unten sich verjüngt, passen sogar zwei Leute in die Badewanne. Das waren so richtige Vibes. Wir haben früher, naja, als ich noch in Finsterwalde gewohnt hatte, da waren wir richtig oft baden tatsächlich. Ja, es war echt schön. Und da haben wir noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie oft wir schon an der Ostsee waren und wo wir hier schon überall eine Unterkunft hatten und so. Das war echt toll. Und dann haben wir geschlafen, dann sind wir aufgestanden, hat Sarah schon geduscht und Haare gewaschen. Die Dusche war kalt, teilweise. Sitzen wir hier und frühstücken. Diese Nacht habe ich auch ein bisschen besser geschlafen. Aber die Unterkunft ist wirklich sehr schön. Und wir sind ein Fan von dem Ofen und der Mikrowelle. Mikrowelle haben wir nicht mal gebraucht, weil wir so einen tollen Ofen hatten. Ja. Aber wenn wir sie gebraucht hätten, das wäre bestimmt nicht toll gewesen. Vor allem wollten wir mir noch einen Kuchen backen und wir haben einfach die Eier vergessen. Sind sie uns zu Hause aufgefallen. Aber ist nicht so schlimm. Aber das Kleid ist so schön. Und auf der Brücke war es auch richtig schön. Ihr werdet das Kleid früher oder später noch sehen. Ja, das war es erstmal dazu. Später. Ich hoffe, man hat uns gehört und es war nicht zu viel Straßenlärm. So, wir haben jetzt alles ausgeräumt, denken wir, da hatte ich nur mein Ladekabel. Ich hatte mein Kuscheltier. Sonst hatte ich hier, glaube ich, nichts mit hochgenommen. Look at my new dress. So hübsch. Ist richtig süß. Okay. Unsere schöne Terrasse. Gefühlt seht ihr diese Vlogs nur die Unterkunft. Aber ich kann euch mich ja auch noch mal zeigen. Ich werde jetzt noch ein kleines Eis nachholen. Das habe ich nämlich gestern vergessen zu essen. Naja, jetzt muss ich es essen. Wie schlimm. Ja, es war echt schön. Und natürlich wieder viel zu schnell vorbei. Aber lieber schnell vorbei und schön, als dass man ganz lange irgendwo ist, wo man sich eigentlich gar nicht so wohl gefühlt hat. Ja. Heute wollen wir auf jeden Fall nochmal zu Karls fahren, denke ich. Weil Mutti hat sich eine Milchkanne gewünscht. So einen kleinen Milchkrug. Und bisher haben wir leider noch keinen gefunden. Vielleicht finden wir da einen. Ja, und sonst, es ist jetzt wirklich um 10, also ich bin, glaube ich, 7 Uhr noch was aufgestanden, 7.10 Uhr oder so. Und wir haben echt 3 Stunden jetzt gebraucht, also naja, mit Haare waschen, frühstücken, alles zusammenpacken und so. Ja, aber bisher haben wir es immer gut hingekriegt und eigentlich jetzt auch ohne Stress. Ja, das eigentlich kann man sogar streichen. Ach ja, schön. Ach Leute, ey, nächste Woche geht's ins Praktikum. Das ist das erste Praktikum von der Schule. Aber wir werden das schaffen. Nicht wahr, Schatz? Selbstverständlich. Ja. Und ich bin trotzdem aufgeregt und habe ein bisschen Angst. Aber meine Mitschüler auch. Also ich bin nicht alleine mit meiner Angst. Habt ihr die Mücken gesehen? Ach ja, das haben wir im Vlog noch gar nicht gesagt. Aber Leute, falls ihr noch zur Ostsee fahrt oder
Keine Ahnung, nehmt ist ja nicht. Mückenschutz mit. Ist ja nicht nur Ostsee, nehmt euch Mückenschutz mit. Definitiv. Ich lasse einen auf. Ja. Und jetzt gehen wir runter, damit wir hier nicht gleich von der Putzfrau überrannt werden. Ja, nee, der Fachkraft für. Keine Ahnung. Facility Manager oder im. Ja. Putzfrau ist für mich keine Beleidigung. Aber ich wollte ja niemanden hier beleidigen, falls das eine Beleidigung ist. Ich wollte euch noch ganz schnell die Steine zeigen, die aussehen wie Kartoffeln. Schaut mal, das sieht einfach aus, als hätte ich meine Kartoffeln hier hingelegt. Oder? Hätten ja einen hinlegen können. Hashtag Kartoffeln in die Kommentare, wenn ihr das gesehen habt und das auch so empfindet. Ja. Genau. Und das schöne Bild hier nochmal zeigen. Und einen schönen Freund. Ich will mal Mann sagen, aber mein Mann ist es noch gar nicht. Einen schönen Freund zeige ich euch. Aber es ist ein Mann. Genau. Und, Schatz, ich habe schon erzählt, dass ich jetzt leider ein Eis essen muss. Ja. Sehr gut. Das werde ich jetzt reinquälen und richtig ekelhaft mir runterschlingen. Habe ich auch Zucker gemacht. Am frühen Morgen. Okay, ich habe mein Handy, ich habe meine Uhr, deinen Schlüssel. Achso, ich mache erstmal Stopp hier. Tschüss, bis dann. Ah. Okay, Hello Kitty. Hello. So kurz fehlt, dass man es nicht kriegt, bestimmt. So, als wenn das dann oben, wenn das oben ist, dann oben abfällt. Ja. Herzlich willkommen am Bahnhof in Ückeritz. Ja, fahren wir jetzt mit dem Zug? Nö. Okay. Pull an. Ja. Jetzt geht's nochmal ans Meer und an den Strand. Wir waren gerade bei Stolz. Wir haben nach Muttis Milchkännchen geguckt, aber es gab leider keins. Aber ich habe mir eine sehr schöne Tasse gekauft. Die habe ich das letzte Mal, also in dem letzten Urlaub im Vlog, schon gezeigt und angehimmelt. Ja. Und ich habe Mutti einen kleinen Becher geholt, damit sie zumindest etwas Ostseemäßiges hat. Ja. Und heute ist es leider nicht so warm. Mir ist leider kalt in meinem Kleid. Naja. Ich freue mich. Kommt hier gleich ein Zug. Ein Zug in Ückeritz. Jetzt geht's weiter. Herzlich willkommen am wunderschönen Strand. Es ist so schön. Und hier werden wir jetzt Mittagessen und noch ein paar Stündchen verbringen. Ich will wieder nach Hause fahren. Okay, zum aber ich nächsten Mal. Am Strand. Das ist so schön. Ja. Wir zeigen euch nachher gleich nochmal, wie der Sand aussieht.